So, YouTube, willkommen zu Folge, ich glaube, 3 bei Galacticare. Wir wollen uns noch Level 2 angucken und dann entscheiden, ob wir weitermachen oder nicht. Ich würde sagen, wir gehen rein da. Kapitel 2, Burning Moon. Schön, Sie wiederzusehen, Direktor. Wir stehen kurz vor unserer Ankunft auf dem Burning Moon Festival. Es wird von der Ode Leonard Moon veranstaltet. Einem berüchtigten Exzentriker, der offenbar ziemlich neurotisch ist auf eine eher ungute Art. Okay, okay. Ich möchte mir nicht einmal vorstellen, was uns dort erwartet. Neben jeder Menge Lärm, Chemikalien, zügellosen Ausschweifungen und allerlei anderer Sapientenvergnügen. Okay. Wissen Sie, Mrs. Orion wurde auf dieser Veranstaltung einmal beinahe enthauptet. Enthauptet? Okay. Spielen. Zum Fortfahren eine beliebige Taste drücken. Wo ist diese Taste? Obwohl ich Musik aus habe, gibt es Musik. Wow. Ich liebe das jedes Mal in solchen Spielen. Da muss man da schön drüber reden, weil man nicht weiß, ob das vielleicht ein lizenzrechtlich geschütztes Lied ist oder nicht. Ich weiß, es gehört zum Level, aber ich habe Musik aus, also sollte die Musik auch aus sein. Und ich kann jetzt nicht einfach aufhören zu reden, weil sonst hören wir die Musik und wir wollen die Musik nicht hören. Ich hoffe, die Musik ist nicht im gesamten Level da, obwohl Musik aus ist. Doch, ist sie. Wie dumm ist denn das? Also, warum macht ein Spielhersteller das? Das ist echt blöd, weil der Bass kann als fehlinterpretiert werden. Ja, okay. Sorry, also, dann kann ich dieses Level schon nicht spielen. Warum, was reitet einen darum? Also, wenn ich wenigstens die Musik schalten kann, dann ist das doch eine okaye Sache. Also gucken wir erstmal im Menü. Vielleicht ist es Hintergrundlautstärke. Da muss ich die leider ausmachen. Oder Lautstärke Umgebungsdialoge, glaube ich gar nicht. Oder die Gesamtlautstärke. Okay, nochmal rein da. Es ist halt nervig. Weil man weiß halt auch nicht, wie die Lizenzen dieser Lieder sind. Warum rede ich jetzt auf einmal? Weil ich mich nicht stumm geschaltet habe. Das ist wahr. Das hätte ich vielleicht machen sollen. So, hören wir jetzt noch was? Ich glaube, das ist jetzt aus. Super, jetzt muss ich also alle Geräusche ausmachen. Okay, wir sollen jetzt eine Laserchirurgie bauen. Öffne die Klinik. Okay, das kriegen wir doch hin, oder? Laserchirurgie. Hier werden Bergbaulaser für filigrane Operationen eingesetzt. Die Tanzfläche ist nur ein nettes Extra. Okay, die brauchen mindestens 3x3. Ich würde die hier hinten reinbauen, glaube ich. Okay, was brauchen wir noch? So einen kleinen Wagen setzen wir da hin. Wir machen immer hinter der Tür so ein Eingangsding und vielleicht setzen wir den nochmal um. Nicht den Raum. Hier zum Beispiel, das kann man ganz schwer greifen manchmal. So, nicht? Dann kann man da nicht sofort reingucken. Wir machen trotzdem ein schönes Fenster rein. Dann haben wir gelernt, leuchten. Machen wir 3 Stück. Ja, so ein Werbeding, weiß ich nicht, brauchen wir nicht, oder? Dann haben wir Poster. Die könnten wir auch freischalten auf weitere, aber wir nehmen erstmal die, die wir haben. Machen wir auch immer so 3. Und vielleicht so eine Wandkunst hier auf der Seite. Sehr gut.
Teppich, was haben wir da? Teppich, Orientierung. Finde ich gut. Meinen neuen Teppich, nehmen wir den und dann da hinten einmal Pflanzen und nochmal Pflanzen. Und ein Fensterchen. Nach außen geht nicht, geht nur nach innen. Mach ich erstmal dahin. Und vielleicht noch so ein Wandteppich. Okay, eröffne die Klinik. Öffnen. Okay, wir sagen Dr. Moon, dass die Klinik eröffnet ist. Aber was fehlt uns denn? Natürlich Ärzte. Wen können wir denn rekrutieren? Arne Katapult, Cutler Forge, Hanno Fiennes, Nano Möhre. Okay. Alle Behandlungen dauern länger, nicht gut. Erhöhter Energiebedarf. Patienten töten. Nee, lässt überall Müll fallen. Das wäre noch okay für mich. Dafür verursacht weniger Schaden am Behandlungsraum. Das klingt gut. Okay. Das heißt, das Spiel gibt nur Sachen vor, die neu sind. Sowas wie Empfangstresen und Co. muss man immer selber wissen. Von wo kommen die Patienten? Von da würde ich den Empfangstresen einfach knallhart hier hinsetzen. Eine Toilettenkapsel. Ja, machen wir hier einfach 4 Toilettenkapseln oder 3 hin. Gehen anscheinend nur 3. Dann machen wir da so einen Abstand zwischen. Ist vielleicht ein bisschen schöner. Und ein bisschen was zum Sitzen. Dann nehmen wir auch immer die hübschen Sitzplätze jetzt, nicht wahr? Machen wir es so. Das passt doch schon mal. Außenlicht, damit denen nicht so dunkel ist, vielleicht auch wichtig. So eine schöne Werbung, wenn man hier ankommt. Auch wunderbar. Und natürlich kann man sich schon beim Essen informieren, was gleich behandelt wird bei einem. Ein paar Blümchen, wenn man reinkommt, auch nie verkehrt. So. Ah, da haben wir noch das Zeug, Fenster, Bänke. Wir brauchen eigentlich diese Snackautomaten da. Die sind unter Bänke. Ah, ja, alles klar. Und dann würde ich den vielleicht dahin machen. Und so rum geht. Scheint zu gehen. Machen wir das. Und noch eine Bank daran. Nee, lassen wir erstmal. Dann haben wir, glaube ich, die Hauptgrundausstattung wieder wie vorher. Da. Passen da noch Blumen hin? Ne. Gut. So, aber dann trennen wir das hier ein bisschen ab. Es gibt sonst keine anderen Längen, nicht? Naja, nehmen wir die. Anruf anhören. Es gibt einen Anruf. Was brauchen die denn? Wir brauchen auch einen Diagnoseraum. Okay, es geht also nicht ohne Diagnoseraum. Okay, da bauen wir auch so ein Ding rein. Eine Linie von der Tür vielleicht. So ein Ding geht nicht. Eine Niere. Hier noch ein schönes Poster. Und das Ärztezertifikat. Teppich. Haben wir noch Platz für einen Teppich? Vielleicht so einen runden. Kleinen.
Ja, machen wir zwei kleine Teppiche rein. Hier hinten kann doch sicher noch irgendwo eine Pflanze. Ah, guck mal, Pflanze kann doch hin. Hier vielleicht eine an die Wand. Und hier vielleicht ein kleines Fensterchen. So. Dann können die auch rausgucken oder es kann reingeguckt werden, ist mir auch egal. Lampen, auch eine wichtige Sache. Eine dahin. Eine dorthin. Eine. Ah, kriegen wir sie dahin? Nee. Denn da in die Ecke. So, gut ist. Fertig. So, dann brauchen wir aber da auch dafür einen Arzt. Lytro ist wieder da. Aber er macht ja gerne Schaden an Patienten. Curse Cobain ist auch noch da. Generiert weniger Credits. Generiert zusätzliche Erfahrung. Ah, okay, wartet. Assistenz ab Stufe 1. Hello there. Hatte sie irgendeine Vorliebe? Nicht, oder? Okay, weil hier sind ja Ärzte, die schon bestimmte Sachen können. Wir bräuchten jetzt einen mit Diagnose. Zum Beispiel Mike Gamer. Generiert weniger Erfahrung, aber die Behandlung geht schneller. Das ist natürlich gut. Dann nehmen wir ihn. Flüssig überzogene Patienten sind angekommen. Okay. Florale Pheromone. Hebt die Stimmung von Patienten und Ärzten in der Nähe. Der Radius wächst, wenn sie sich hinsetzen. Okay, überall Pflanzen und Sitzbänke. Das haben wir aber ja eh schon vor. Aber hier müssen natürlich wieder welche hin. So. Da kann man auch nochmal sitzen. Und Pflanzen fehlen auch. Würde ich sagen, machen wir hier einmal Pflanzen hin. Und die anderen Pflanzen machen wir immer daneben. Und Mülleimer vielleicht nochmal. Kann ich die Pflanze irgendwie anders hinstellen? Machen wir sie dahin und den Mülleimer dorthin. Boah, ständig diese Anrufe. Okay, was? Geringe, geräumige, verringert Bedarf, Gesundheitsverfall. Aha, aha. Sieht aus wie ein Werwolf in amphibisch oder so. Okay, Metallschädelplatten soll ich behebeln. Was haben wir denn noch? Die Knochenkammer, die Laserchirurgie und das Hautlabor. Was habe ich denn für Patienten? Okay, jetzt muss ich mal gucken. Wir brauchen hier Diagnose, Hautlabor und Knochenkammer. Also man braucht immer alles. Außer es steht vielleicht explizit da, dass man es nicht braucht. So, der 3x4. Das wäre so. Ja, dann können wir den auch einen größer machen, nicht? Dann können wir da nämlich mehr Deko reinstellen. Oh, eine Linie von der Tür. Dass man nicht reingucken kann. Das Ding. Da noch eins. Dann wieder irgendein Zertifikat. Zonk. Den schönen Teppich. Wunderbar, passt auch. Blömschen können wohin? Vielleicht hier. Super. Fenster hier. Lampen. Haben wir auch. Und jetzt fehlt noch so ein kleiner Wagen. Ja, so halt. Wunderbar.
Und dann können wir gleich mit dem nächsten Raum weitermachen, mit dem Knochenraum. Der ist 4x4. Machen wir den halt genau so hin. Dazwischen können die dann wieder sitzen. Genau hier auch. Kleiner Wagen und Co. Wir machen so eine wunderschöne Linie rein, auch wenn es total egal ist. So, damit man das nicht sehen kann. Machen wir lieber so vielleicht. Dann machen wir den in die Ecke. So, dann ist er nicht blockiert. Locker da hinten hin. Gehirn, anderes Poster. Zertifikat, ganz wichtig. Teppich. Ah, hier passt nicht so eine große Pflanze. Dann machen wir zwei kleine. Vielleicht hier noch irgendwo. Ja, hier auf dem Teppich noch. So, zwei Fenster. Was haben wir noch? Licht. Genau. Einmal Licht. Zweimal Licht. Dreimal Licht. Und damit haben wir den Raum, würde ich sagen. Und dann brauchen wir noch zwei Ärzte. Nicht wahr? Und die Ärzte brauchen noch einen Pausenraum. Okay. Also, wir brauchen einmal einen Knochenknacker. Haben wir nicht. Was ist denn mit der Ärztin, die hier ist eigentlich? Wir gucken erstmal. Assistenzarzt. Okay, also sie kann eh alles machen. Sie ist der Chirurgie zugewiesen. Dann will ich eigentlich, dass sie hier hinten hingeht. Okay. Sie ist jetzt im Hautlabor zugewiesen und dann können wir nämlich hier zum Beispiel ihn hier generiert weniger Forschung, das wäre okay. Generiert zusätzlichen Einfluss, verursacht weniger Schaden. Der kommt jetzt da hin und dann brauchen wir noch einen Knochenknacker. Kich, Lytro könnten wir nehmen. Lytro hat erhöhten Energiebedarf. Generiert zusätzlich Credits. Was ist das hier? Hautlabor, warte mal. Wir könnten sie aber dahin setzen und sie ins Hautlabor. Das heißt, sie kommt dahin. Hi there. Und sie da rein. Perfekt. Okay, dann brauchen wir wieder Sitzbänke. Und vielleicht noch Essen, Trinken hier wieder. Da passen nur zwei hin. Das ist blöd. Wir hatten das geplant von euch. Passt der Automat dazwischen? Nee. Auch nicht. Dann kommt hier der Mülleimer hin. Das glaube ich ganz okay. Können wir auch hier ein paar Poster hinhängen. Zack. Und vielleicht ein, zwei kleine Blümchen. Denn sonst kann ich da eh kaum was hinsetzen. Schade. Vielleicht ein paar Teppiche. Teppiche gehen draußen nicht. Okay, man könnte natürlich jetzt so anfangen, bunte Leitlinien zu machen, nicht? Glaube ich auch Ecken. Was ist das?
Pfeil. Das hier ist eine Ecke. So wie bei Scrubs oder sowas. Aber passt schon. Sick as a dog. Was ist bei ihm? Kuriose Deko ist nicht zugänglich. Ja, da haben wir noch nicht genug von. Oder gar keine. Können wir die hier dazwischen stellen? Nee. Nee. Aber hier kann eine hin. Das ist gut. Und hier hinten kann doch bestimmt irgendwo eine hin. Jawohl. So, damit ihr auch wissen, dass wir aufhaben. Und hier kommt wieder Behandlungszimmer B und A oder sowas ran. Geht noch nicht. Machen wir hier B hin. So, das sollte doch wohl helfen, die glücklich zu machen. Personalraum unzulänglich. Das möchte ich sogar nicht mal abstreiten, dass das so ist. Das wäre nicht gut. Warum? Aber wie kann ich wieder auf... Ah, mit Rechtsklick. Hey, jetzt ist okay, oder was? Jetzt ist nicht mehr okay. Hä? Also das ist irgendwie nervig. Okay. Okay, das ist auch blöd. Aber warum? Abbrechen. Ich glaube, dann hat das irgendwas damit zu tun. Kommen die da nicht durch? Also sieht es aber natürlich scheiße aus, nicht wahr? So vielleicht? So, jetzt nochmal. Warum? Der Weg ist blockiert. I don't get it. Die will nicht rankommen und die will nicht rankommen. Aber warum? So wird es jetzt gehen. Alles klar. Na, das machen wir. Das passt. Das reicht schon. Okay, so dieses komische... Ich weiß nicht, was das ist. Und ein Sessel ist Minimum. Kommt hier direkt am Eingang, dann haben sie es nicht so weit zu laufen. So. Aber wir haben ja auch noch sowas wie eine Couch. Wir haben ja mehr Personal, dann würde ich auch noch so eine Couch hier in die Ecke stellen. Das ist das super. Wir haben wieder so einen Locker... Jetzt haben wir noch Licht. So, dann sehen sie auch irgendwas. Und was haben wir noch? Poster kriegen sie auch. Müssen sich ja weiterbilden und sie können sich an ihrem Zertifikat laben. Schönen Teppich kriegen sie auch noch hier. Blümchen auch. Haben wir da noch Platz irgendwo? Da können noch Blumen hin. Sehr gut. Und so ein Blumenwandding klingt auch nicht verkehrt. Fensterchen. So ein kleines Fenster irgendwo. Ja, da. Oh, dann können sie rausgucken. Blumen hatten wir. Irgendwas Kurioses. So ein A oder irgendwas, kriegen wir es noch hin. Hier ein A noch, dann haben wir alles.
Okay, dann gehen wir mal auf den schnelleren Modus. Erkrankungsübersicht. Patientenübersicht. Wer stirbt denn als nächstes? Du bist aber schon in Behandlung. Du bist auch schon durch. Du solltest vielleicht priorisiert werden. Kommst nämlich gerade erst rein. Ihr lasert das Metall einfach weg? Okay. Und hier läuft schon wieder Musik. Also, egal was man für Töne anmacht, es gibt immer Musik in diesem Spiel. Es ist ausmacht. Das ist schon ein bisschen beschissen. Aber es ist halt so. Da kann man nichts ändern dran, leider. Ich hätte so ein Spiel einfach gerne in realistisch, nicht? Warum muss es immer so quäkelig bunt sein? Und so, haha, auf pseudolustig. Mach das doch einfach in Ernst. Also, richtige Behandlungsräume und richtige Einrichtungen und knobelige Level. Weiß nicht, warum das immer so abstrus sein muss. Ich meine, man muss ja nicht mal im Echt sagen, das ist eine Blablabla-Diagnose. Das kann man ja durchaus doch einfacher benennen oder sowas. Er ist wieder da. Juhu, kostenlos kaufen. Achso, ich kann mir aussuchen. Oh, das ist ja blöd. Holobots. Wir haben nicht viel Geld. Deswegen lasse ich das mal. Okay, wir kriegen eine Belohnung, ein Holo-Arzt, Credits und Substrat. Das ist gut. Anruf. Twiggy Pop ist krank geworden. Okay. Rette Twiggy Pop. Das kriegen wir hin. Wo kommt Twiggy Pop? Da kommt Twiggy Pop. Hallo Twiggy Pop. Du wirst priorisiert. Eine Maschine, was? Ja, freue mich, Kumpel. Ich habe auf dem Festival anscheinend eine bakterielle Vertrikrose eingefangen. Okay. Neues Ziel, Platzhalteraufgabe. Okay, ich glaube, da ist noch nicht alles fertig. Haben wir denn noch andere Sachen, die wir bauen könnten? Nein. So, die hier könnte upgegradet werden. Knochenkammer. Sehr schön. Das machen wir doch, dann kannst du da vielleicht besser behandeln. Nur 3 Sterne, obwohl alles erstmal soweit okay aussieht. Der Durchsatz der Patienten muss erst noch steigen. Wir haben alle bisher behandelt. Die Gesundheit, oh, fällt gerade wegen IE-Pop, nicht? Patienten, aber okay, Personal ist okay. Geräumige Räume, nicht? Ah ja, okay, man sollte nicht so klein bauen. Deko passt. Also es ist eigentlich nur die Gesundheit und der Durchsatz der Leute das Problem. Hier hat man sogar Guthaben, Nettogewinn. Das gefällt mir schon gut. Das macht einfach hier hinten Sinn. Hm. Okay, wir haben ihn behandelt. Danke, dass wir ihm das Leben gerettet haben. Spezies Dionai, Heimatplanet Dio. Naxiten sind eingedrungen. Das sind Laxiden. So
Solarks werden von sauberen, ordentlichen Fluren angezogen. Für jede gesammelte Solark erhältst du Credits. Okay. Nicht gut. Kraftlinge werden von sauberen, ordentlichen Fluren angezogen. 50 Kraftium. Mhm. Da ist noch mehr. Substratus werden von schwierigen Schwingungen und zufriedenen Patienten angezogen. Substrat kriegen wir durch die. Willkommen im Team Dr. Pop. Okay. Haben wir noch mehr von diesen Viechern? Hey. Fliegt hier noch irgendwas rum? I don't see a thing. Da kommen noch welche. Öffne die Facharztansicht. Krieg ich hin. Dr. Pop in die Klinik. Achso, Twiggy Pop ist auch noch Arzt. Keine Ahnung. Twiggy Pop sollen wir uns ansehen. Personal, Twiggy Pop. Okay. Wir sollten irgendwas mit Twiggy machen. Ich will jetzt erstmal mit ihm reden. Kostenlos Holoboards, Reparatursets. Lieber die. Es passiert zu viel gleichzeitig in so Sachen. Und dann das UI, alles ist bunt, überlagert sich, Anruf, während man hier klicken muss und oh, blub, 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 blub. Nicht? Wie viel haben wir denn? 89.000. Komm, wir holen noch so einen Bot. Okay, was soll ich hier bei ihm machen? Irgendwelche Psychosen. Okay, wir kriegen eine neue Traumarium. Okay, und da sollen wir ihn denn einsetzen. Alles klar. Notfallpatienten. Okay, wir haben irgendwelche Notfallpatienten im Traumarium. Ein 3x3 Zimmer. Dann machen wir doch ein 4x4 Zimmer draus. Oder so eins. Ja, ich glaube, das passt, oder? So wie ich das sehe, würde ich da aber auch Traumaterium kriegen. Nee, da wollen wir den Iggy Pop ja reinsetzen. Oh, Sichtschutz, wichtig. Nieren, Dingsies, Arztlizenz, darf nicht fehlen. Okay, mal andere Art von Teppichen. Probieren wir das. Ein Fenster nach vorne. Ja, so ein locker nach da hinten. Das Licht. Zwei. Hier passt kein Licht hin. Vielleicht ein kleines? Ein kleines Licht. Sehr gut. Das haben wir. Pflanzen haben wir. Wir können noch gucken, ob wir hier vielleicht... So. Und bestätigen. So, welchen Arzt haben wir? Twiggy Pop. Info. Ich möchte dich aber gerne jetzt... bewegen... Okay. Noch operiert er da. Haben wir genug Ärzte? Ja, du, nicht? Du musst wieder zurück.
Warum machst du die Diagnosen? Achso, du bist ja auch Diagnosearzt. Du hast keine Zuordnung gerade. Was machst du denn eigentlich? Hautlabor. Also. Aber wer ist denn da im Hautlabor? Oder ist das das Hautlabor? Nee, das ist das, was Knochenlabor. Du bist Knochenärztin, das ist klar. Was bist du? Du bist doch auf Diagnose spezialisiert und du auch. Wir haben zwei Ärzte auf Diagnose spezialisiert? Level 3? Okay, aber du kommst zurück ins Hautlabor. Du Knochendings. Einer von euch war doch Laser. Okay, wir brauchen noch einen Arzt für Laser vielleicht. Haben wir da einen gerade. Du. Lässt über Müll fallen. Das ist okay, Level 2. Stellen wir dich da ein. Und dann bauen wir noch einen Diagnoseraum. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Wenn wir da noch einen hätten. Würde nicht klappen. Okay. Ja. Ich richte den erstmal ein und dann schieben wir nochmal. So. Ein Locker-Ding. Zack, Lizenz kommt mal dahin. Fensterchen, ich fange mal mit dem Fenster an, sonst baue ich mir das nachher zu. Komm einfach dahin. Dann Blümchen, haben wir da Platz? Ja, dahinter vielleicht. Teppich, könnte eng werden hier drin. Da passt ein Teppich hin, wunderbar. Blumen haben wir an sich. Aber nochmal zwei. Ich weiß gar nicht, ob die gegossen werden müssen in dem Spiel hier. Die hatten wir, das hatten wir. Okay. Und dann kann der Arzt, der andere hier, du, dich weise ich dann dort zu. Sehr schön. So, wo sind die Patienten? Die kriegen erstmal Priorität. Beim Du. Raketentriebwerke an Asteroiden zu schweißen und ich konnte sie nicht aufhalten. Jetzt fliegt ein Weltraumbalken direkt auf die Station zu. Bitte was? Und was soll ich damit jetzt machen, mit dieser Info? Wir haben keinen Shuttle und was soll ich mit dem Müll machen? Muss ich irgendeine Abwehr-Dings bauen? Haben wir da was? Was wir auf jeden Fall haben, ist eine neue Folge. Bis gleich.